Herzlich willkommen. In diesem Video schauen wir uns die Aufgabe 5 von der Klausur Wintersemester 23/24 an. Gegeben ist die Funktion f, Wurzel 1 plus Cosinus x. Aus der Drehung des zugehörigen Kurvenstücks um die x-Achse entsteht ein Rotationskörper. Aufgabenteil A: Erstellen Sie eine erläuternde Skizze. Okay, fangen wir damit an, die Skizze zu erstellen. XY-Koordinatensystem. Wir gehen auf jeden Fall von 0 bis Pi, ne, sehen wir hier, Funktion definiert von 0 bis Pi. Hier ist 0, ich mache nochmal hier in der Mitte Pi halbe. Wir sollen das skizzieren. Am besten machen wir kurz eine kleine Wertetabelle. Also wir bestimmen den Funktionswert an der Stelle 0. Cosinus von 0 ist 1, das heißt, da kommt Wurzel 2 raus. Dann bestimmen wir noch eben f an der Stelle Pi halbe. Cosinus von Pi halbe ist 0, also steht da Wurzel von 1, ist also 1. Und dann haben wir noch den Wert Pi. Und wenn wir Cosinus von Pi ausrechnen, minus 1, 1 minus 1 ist 0, also kommt da 0 raus. Dann haben wir drei Werte. Dann sind wir einmal, wenn wir hier die 1 hinsetzen, ist ungefähr hier die Wurzel 2. Das heißt, wir haben diesen Punkt, den Punkt und den Punkt. Ist hier am Anfang also deutlich mehr gekrümmt, geht hier dann am Ende so ungefähr runter. Ja, das ist unser Graph der Funktion, also das ist der Graph von f von x gleich Wurzel 1 plus Cosinus x im Intervall 0 bis Pi. Und dieser Graph rotiert jetzt um die x-Achse, ne, laut Aufgabenstellung, und es entsteht ein Rotationskörper. Der Schnitt dieses Rotationskörpers würde, machen wir auch nach hier unten das Ganze. Hier ist die Minuswurzel 2, hier wäre die 1. Dann wird das in etwa hier unten so aussehen, wenn das hier um die x-Achse rotiert. Das wäre jetzt ein Schnitt von dem Ganzen. Gut, das war also die Skizze. Dann Aufgabenteil B. Bestimmen Sie das Rotationsvolumen des Körpers, Rotationsvolumen um die x-Achse, also Vx, Pi mal Integral von a bis b, f von x Quadrat dx. Ja, das ist also unsere Formel, die wir hier zum Auswerten brauchen. Das heißt, wir haben hier Vx gleich Pi mal Integral von a bis b. Wir integrieren von, laut Aufgabenstellung, von 0 bis Pi definiert. Also wir integrieren von 0 bis Pi. Funktion ist Wurzel 1 plus Cosinus x. Die Wurzel stört uns aber überhaupt nicht. Warum nicht? Weil wir müssen ja sowieso quadrieren. Wunderbar, fällt also weg, hebt sich gegenseitig auf. Das heißt, wir haben einfach nur Pi mal Integral von 0 bis Pi 1 plus Cosinus x dx zu lösen. Das kriegen wir hin. Das ist Stammfunktion von 1 ist x. Stammfunktion von Cosinus x ist plus Sinus x. Ja, hier müssen wir im Vorzeichen aufpassen, also ist plus. Und dann setzen wir ein. Pi eingesetzt. Dann kommt, ne, also Pi mal, jetzt Pi eingesetzt ist Pi, Sinus von Pi ist 0, also Pi mal Pi, minus 0 eingesetzt, 0, Sinus von 0 ist auch 0, also minus 0. Das heißt, das Rotationsvolumen hier ist einfach Pi Quadrat. Ja, das war schon Aufgabenteil B, mehr muss man hier gar nicht machen. Dann kommt noch Aufgabenteil C, bestimmen Sie den Schwerpunkt des Körpers. Gut, dafür brauchen wir wieder eine Formel für den Schwerpunktskoordinaten eines Rotationskörpers. Das ist einfach xs gleich Pi durch das Volumen mal Integral von a bis b x mal f von x Quadrat dx. Das ist unsere Formel. Setzen wir ein. Xs ist gleich Pi durch Vx, haben wir gerade Pi Quadrat ausgerechnet, Integral von a bis b, also von 0 bis Pi, x mal
f von x Quadrat. Da haben wir gerade schon gerechnet, die Wurzel fällt einfach weg. Wir haben also 1 plus Cosinus x dx. Wunderbar. Dann gucken wir uns das einmal hier an. Pi durch Pi Quadrat können wir ein Pi rauskürzen. Das heißt, es bleibt noch 1 durch Pi stehen. Integral von 0 bis Pi. Und jetzt multiplizieren wir das x rein. Dann steht da x mal 1 ist x. X mal Cosinus x, also plus x mal Cosinus x dx. Jetzt wollen wir die Stammfunktion bilden. Stammfunktion hiervon ist kein Problem. Ja, das ist einfach ein halb x Quadrat. Die Stammfunktion hiervon müssten wir partielle Integration machen. Oder wir haben eine andere Möglichkeit. Wir schauen in die Integraltafeln. In die Integraltafeln finden wir dann das Integral 232. Da steht nämlich x mal Cosinus ax. A ist bei uns 1. Also können wir das mit a gleich 1 übernehmen. Das heißt Cosinus x plus x mal Sinus x wäre hier die Stammfunktion. Schreiben wir einmal dran, das ist Integral 232. Gut, das heißt, wir haben hier stehen, xs ist gleich 1 durch Pi mal x hatten wir schon gesagt, das ist 1 halb x Quadrat. Und x mal Cosinus x hatten wir gerade nachgeguckt, das waren einfach Cosinus x plus x mal Sinus x. Grenzen 0 bis Pi. Und dann setzen wir ein. 1 durch Pi mal Pi eingesetzt. Ist 1 halb Pi Quadrat. Cosinus von Pi ist 1, minus 1. Sinus von Pi ist 0, fällt also raus. Können es auch noch mal aus, wir schreiben es mal einmal ausführlich hin, damit man mal weiß, was da passiert. Also Cosinus von Pi, das ist minus 1 plus Pi mal Sinus von Pi und das ist 0. Und wenn wir die 0 einsetzen, kommt 0 raus. Hier vorne, also hier kommt 0 raus. Dann plus Cosinus von Pi. Mal hier eine Klammer drum, weil wir die untere Grenze einsetzen und alles minus rechnen. Also plus Cosinus von 0. Und Cosinus von 0 ist 1. Plus 0 mal Sinus x ist sowieso 0. Können wir also weglassen. Gut. Dann sind wir hier. Dann gucken wir mal, dass wir das noch eben zusammenfassen. Also 1 durch Pi mal 1 halb Pi Quadrat. Dann hatten wir hier Cosinus von Pi minus 1, ne, also minus 1. Das war weg, da kommt 0 raus und hier hinten bleibt nur noch minus 1 übrig. Also nochmal minus 1. Gut, dann haben wir da also stehen 1 halb Pi Quadrat durch Pi. Das heißt hier Pi halbe minus 1, minus 1 sind minus 2 durch Pi. Also Pi halbe minus 2 durch Pi. Und das wäre dann als Dezimalzahl ungefähr 0,9342. Gut, das war jetzt die Schwerpunktkoordinate xs. Was ist mit ys und zs beim Rotationskörper? Relativ einfach, weil der Schwerpunkt liegt ja auf jeden Fall hier auf dieser, auf der x-Achse. Das heißt, y und z, egal in welche Richtung wir jetzt gucken, ist jeweils 0. Also können wir sagen, ys gleich zs gleich 0 aufgrund der Symmetrie des Rotationskörpers. Und unser Schwerpunkt ist damit Pi halbe minus 2 Pi 0